Sabine Lisicki ist eine Kämpferin, wie sie im Buche steht. Die ehemalige Grand Slam-Finalistin will wieder ganz nach oben und startet diese Saison wieder durch. Beim Auftakt der zweiten Bundesliga Damen Nord steht sie für ihren Heimatverein LTTC Rot-Weiß gegen den Tennisclub SCC auf dem Platz und gibt alles. Wir haben uns natürlich super gefreut. Sabine Lisicki ist wirklich eine Top-Spielerin und wird uns viel Support geben, auch mit der Mannschaft. 2003 trat Lisicki dem LTTC Rot-Weiß bei. 10 Jahre später hatte sie es bis ganz nach oben geschafft, stand im Grand-Slam-Finale in Wimbledon und stellte den Weltrekord für den schnellsten Aufschlag im Damentennis auf. Diesem Aufschlag kann auch ihre Gegnerin Daniela Wismane im Einzel kaum standhalten. Lisicki startet stark, liegt schnell in Führung, doch die Lettin lässt sich nicht einschüchtern, holt auf und kann den ersten Satz für sich gewinnen. Die beiden liefern sich einen spannenden zweiten Satz, doch am Ende kann Wismane das Einzel für sich entscheiden. Lisicki bleibt aber positiv, denn ihr Verein gibt ihr Kraft. Es ist immer etwas Besonderes, zu Hause zu spielen. Ich habe es ehrlicherweise vermisst. Viele Jahre unterwegs gewesen und auch verletzt gewesen, aber jetzt wieder zurück zu sein, ist einfach etwas ganz, ganz Tolles. Als Lena Papadakis vom LTTC Rot-Weiß in das Einzel gegen Dea Herzele startet, feuert Sabine Lisicki ihre Teamkameradin an. Papadakis hat mit der Bosnierin eine starke Gegnerin vor sich und verliert den ersten Satz. Den Rückstand von 3:5 im zweiten Satz kann Papadakis wieder gut machen und lässt es spannend werden. Herzelas holt wieder auf, doch Papadakis gewinnt das Spiel zum 6:6 und lässt es zum Tiebreak kommen. Der Herzelas vom Tennisclub SCC kann sich behaupten und entscheidet auch den zweiten Satz für sich. Also meine Gegnerin war super stark. Also ich kannte sie auch schon von internationalen Turnieren. Es war ein super Match, so wie ich es einschätze. Es war eng. Am Anfang waren wir beide noch nicht ganz so drin, aber ich glaube, zum Ende war es ein richtiger Fight. Die Damen des LTTC Rot-Weiß sind geborene Kämpferinnen und so liefert Lena Papadakis mit Sabine Lisicki an der Seite in den Doppel gegen Wismane und Herzelas ab. Toller Start, mega Start. Ich glaube, innerhalb von 15 Minuten stand es 5-0. Dann kamen die Gegner langsam ran. Im zweiten Satz war es hart umkämpft, lagen wir Break zurück, sind aber trotzdem gut dran geblieben und haben es dann bei 6-5 schön nach Hause serviert. Der LTTC Rot-Weiß hat sich an diesem Wochenende spannende Matches gegen den Tennisclub SCC geliefert und konnte den Spieltag für sich entscheiden. Der starke Auftritt in der zweiten Bundesliga Nord zeigt, dass der Verein mit der Topspielerin Sabine Lisicki eine echte Kämpferin im Team hat, die nicht nur sich, sondern auch ihren Verein nach ganz oben bringen will.